Eine Woche lang, 7 Tage. Das gibt nach Sushi. Super softy, Mann. Ich sehe nur das Sushi. Alles riecht nach Sushi. Also, ich habe echt keinen Bock mehr. Genug von der Konsistenz. Genug von dem Geschmack. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich bin auf dem Weg zum Lidl. Es ist Montagmorgen. Ich gehe Sushi holen. Zumindest, falls man das Sushi nennen kann. Denn ich werde eine Woche lang, 7 Tage, was weiß ich, wie viele Mahlzeiten das werden, also mindestens 14, nur Sushi essen. Wollte ich schon öfter mal probieren und jetzt, wo wir eh in der Food-Szene sind, Food-Blogger, dies, das, Food-Tester, wieso nicht? Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Hab ein bisschen was eingekauft. Ab und zu gibt es dieses 50% Rabatt. Wenn wir schon eine Woche nur Sushi essen, können wir auch ein bisschen auf den Preis achten. Ihr wisst Bescheid, bei 50% zu saftig, da habe ich zugeschlagen. Normalerweise kaufe ich diese Box nicht, weil ich mag dieses Frischkäsezeug nicht, sondern echt nur diese Dinger hier. Die hier. Aber wenn wir eh die ganze Woche Sushi brauchen, warum nicht? Okay. Die erste Sushi-Mahlzeit, Montag, früh, Mittag, Brunch-mäßig. Das ist eigentlich für zwei, aber wie? Das ist doch niemals für zwei, Mann. Ich habe keine Ahnung im Kommentar, ob ihr das auch immer alleine ist. Alter, wer teilt das bitte? Solide Portion von einem Vietnamesen namens Sushi. Bewertungen waren an sich gut für Sushi, aber nicht für ihn als Person. Hat das alles frisch zubereitet, hat auch ein bisschen länger gedauert natürlich. Und es ist halt wirklich so einfach so ein alter asiatischer Mann, der Sushi macht. Bewertung für Sushi war okay, also das hat einen 10er jetzt gekostet. 10,50 glaube ich oder so. Super saftig. Noch. Wer weiß, wie saftig es in 6 Tagen sein wird. Muss ich jetzt jedes Mal aufnehmen, wenn ich was esse. Ich bin gerade am Schneiden von ein paar Sachen und gönn mir noch das, habe noch ein bisschen Hunger bekommen. Aber das müsst ihr jetzt nicht sehen. Nur damit ihr wisst, damit alles dokumentiert ist. Tag Nummer 2. Es ist Dienstagmorgen. Und es gibt noch Sushi. Alter, das ist erst Tag 2 und ich bin nicht mehr so motiviert. Das Problem ist halt, ja, wo soll ich so früh Sushi herbekommen, außer ich hole es mir halt am Abend davor. Zweitens hat man in der Früh nicht so wirklich Bock auf Sushi. Ein dunkles Update. Es ist Dienstagabend oder Nacht. Das Abendessen habt ihr verpasst. Blende ich hier nochmal ein. Das war ein separates Video und zwar habe ich den besten Sushi-Laden Münchens probiert, oder angeblich besten, aber ihr müsst das Video abchecken, um herauszufinden, ob es tatsächlich der beste ist. Ich muss das so machen, mit Taschenlampe, damit ihr was seht. Sieht echt krass aus. Ich habe auch zwei exklusive Sachen gekauft, also einmal das hier und einmal das hier. Aber die haben auch noch ein bisschen preiswertere Sachen. Wobei, das war auch in Ordnung. Also das hat ungefähr 10 gekostet und das auch. Oh mein Gott! Heftiger Shit, Mann! Super softy, Mann! Und jetzt gehe ich noch was abholen, und zwar bei Shizu. Das ist so eine Kette hier in München, keine Ahnung, ob es die auch außerhalb gibt. Und die machen bei so einem Programm mit, das nennt sich Too Good To Go. Ist so eine App, da kann man Sachen bestellen, reservieren, die die ganzen Restaurants am Ende des Tages noch anbieten oder am Ende ihrer Schicht anbieten, was übrig bleibt, was die sonst normalerweise angeblich wegschmeißen würden. Und dann kann man es für billiger bekommen und sozusagen auch Müll und Reste und sowas retten, also Umwelt und sowas. Das ist eine ganz nette Idee und wir wollen natürlich jede Art von Sushi probieren und auch ein bisschen Geld sparen, weil wir können nicht jeden Tag dieses 20-Euro-Ding Mahlzeit pro Mahlzeit essen, also 40 Euro pro Tag oder sowas. So, da mal die 2. Ich habe gestern Abend mal reingeschaut.
Es ist Mittwoch. Mittag. Das ist mein Mittagessen für Mittwoch jetzt. Wir haben hier eine Sommerrolle. Ich hoffe, ich darf die trotzdem essen, weil sie ja hier mit in diesem Sushi, in der Sushi-Box drin ist. Ich habe mir hier schon mal zwei gegönnt, aber sieht stabil aus. Hat 6 Euro die Box gekostet. So, gönnen wir uns, wie gesagt. Es ist Mittwoch, es ist erst Tag 3, aber... The struggle is real. Das Essen an sich ist nicht schlimm, also... Ich habe noch nicht die Nase voll. Es ist eher das Ganze organisieren. Du kannst jetzt nicht einfach in die Küche und was... Irgendwas essen, worauf du Bock hast. Schnell mal ein Brot schmieren oder so. Also ständig vorausplanen, ständig was kaufen, wenn du was willst. Und teuer natürlich. Seid gespannt auf den Gesamtpreis am Ende der Woche. Es ist Mittwoch, Abend. Die Tage verschwimmen. Wir sehen nur noch Sushi. Alles riecht nach Sushi. Ich habe mir was von... Boah, wie heißt die nochmal? Happy Eat? Eat Happy. Gekauft. Die gibt es ab und zu in manchen Reben. Der Rewe, der hat auch noch was Krasses. Das muss ich demnächst auch abchecken. Das seht ihr dann im Video. Das hat einen 10er gekostet. Das 4 Euro, also echt solide. Echt super stabil. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja, heute bin ich, habe ich viel zu tun, deswegen nichts unterwegs gegessen. Wird sich morgen ändern. Morgen teste ich noch den zweitbesten Sushi-Laden und dann am Sonntag, glaube ich, checke ich nochmal den besten Sushi-Laden nochmal ab. Und dann für Freitag, Samstag muss ich mir noch was überlegen. Vor allem jetzt, also das von Shiso, was ich gestern Abend abgeholt habe für heute morgen Mittag, war auch sehr lecker, aber es ist ja Lockdown jetzt. Und ab 21 Uhr darf man nicht mehr raus, also nur mit triftigem Grund. Und Essen abholen ist anscheinend kein triftiger Grund. Deswegen kann ich das nicht da nochmal bestellen. Also schon, aber nur für den Vollpreis. Weiß nicht, ob ich das will. Itadakimasu! Gönnen wir uns! 3 Tage haben wir geschafft. 4 Tage haben wir noch vor uns. Yo, was geht, Leute? Es ist Tag 4. Ich habe schon gefrühstückt, so eine Art Frühstück. So hatte ich gestern Abend. Auf einmal ist der Schalter gekommen. Der Schalter wurde geswitcht und so bis hier mit Sushi und Lachs und dies und das. Ich habe die 2 Boxen von gestern Abend nicht aufgegessen, die kleine gar nicht und die große nicht aufgegessen. Habe ich dann heute Morgen noch mir reingedrückt, aber es fängt an leiden zu werden und wir haben gerade mal die Hälfte, also jetzt genau 3,5. Und jetzt nochmal 3,5 vor mir. Ich habe hier noch mal was vom besten Sushi-Laden, angeblich Münchens, mit der 5,0 Sterne-Bewertung. Also ich habe echt keinen Bock mehr. Tada. Wieder 2 verschiedene Sachen. Eins hat 7 gekostet, eins glaube ich... Ne, beide haben 7 gekostet. Diesmal mit Hähnchen. Weil ich krieg normalen Lachs jetzt nicht mehr runter. Der Reis ist auch krass, Mann. Thunfisch. Boah, der ist krass. Gurke für den Biss, aber krass gewürzt, Mann. Saftig, Mann. Wir biegen kurz mal um die Ecke, damit wir ungestört gehen können. Update, es ist Freitag, es ist Tag 5. Es ist schon später Nachmittag. Ich habe noch gar nichts gegessen. Erstens, weil ich nichts zu Hause hatte, also kein Sushi. Zweitens, weil ich viel zu tun hatte. Drittens, weil der Appetit nicht groß ist. Also es ist echt leidend geworden. Appetit echt so null Bock auf irgendeine Art von Sushi. Aber ja, anders ging es halt jetzt heute nicht. Aber das Gute ist halt, dadurch, dass ich halt bisher nichts gegessen habe, habe ich mega abnormalen Hunger, selbst auf Sushi, auch nach Tag 5. Also, keine Ahnung, wie ich es noch die nächsten 2 Tage aushalten werde. Vielleicht auch wieder hungern, bis ich nicht mehr kann, also bis ich mega Hunger habe und dann eine Portion reinziehen.
Zweitbester Sushi-Laden heute, 4,9 in München. Ich denke, der wird auch saftig sein, selbst nach 5, 6, 7 Tagen. Den werden wir jetzt ausprobieren und dann haben wir nur noch 2 Tage vor uns. So, schauen wir doch mal, was der Zweitbeste kann. 4,9 Sterne ist solide. Ging echt schnell, auch super preisgünstig eigentlich. Also noch besser als der andere. Der andere ist auch in Schwabing, also Schwabing ist schon ein bisschen teurer. So, das ist er. Also der Geruch ist schon mal nicht so toll. Es ist halt normaler Sushi-Geruch, also nicht, dass es schlecht oder so ist, aber irgendwann hast du so genug von diesem Geruch, Mann. Genug von der Konsistenz, genug von dem Geschmack. Einfach genug von allem, Alter, Mann. Und das ist noch Sushi, das geht eigentlich noch. Ich will gar nicht wissen, wie das dann ist mit Burger oder sowas, McDonald's. Wobei McDonald's hat ein krasses Angebot. Kann mal Salat nehmen, mal Chicken. Ja. Kommt auf jeden Fall demnächst auch. Jetzt erstmal das hier. Also geschmacklich keine Chance mit dem Nummer 1 5 Sterne. Aber ist okay. Für den Preis auf jeden Fall. Ich habe gezahlt dafür jetzt 8,80 oder so. Bisschen gekochter Lachs diesmal. Ich krieg den Fisch gerade nicht mehr runter. Ich kümmere das jetzt. Und dann seht ihr mich am Samstag wahrscheinlich. Was geht, Leute? Samstagmorgen. Morgen, Mittag, wie auch immer. Ja, vorletzter Tag. Ich habe diesmal nur vegetarisch geholt. Also rein theoretisch sogar vegan, aber ihr wisst, was ich meine. Ohne Fisch. Ich bin echt am Ende. Ich will nicht rumholen, ich will keine Pussy sein, also durchziehen werde ich es auf jeden Fall. Man steht davor und dann denkt man sich wieder, boah, sieht eigentlich ganz geil aus und so. Aber ich bin hart geblieben, weil ich weiß, sobald ich den ersten Biss mache und dann das Fisch schmecke, würde ich es wieder bereuen, auch gestern. Ich hatte Hunger, es sah gut aus, ich habe reingebissen, nach den ersten paar Bissen war mir wieder übel. So wirklich, nicht übel, weil es schlecht ist, sondern übel, weil, boah, du hast die Nase voll einfach. Deswegen heute... Auch wenn ich gerade davor stand und wieder Bock hatte auf ein paar Sachen. Ich wusste genau, ich werde es bereuen, deswegen heute nur diese veganen Sachen. Appetit ist auf jeden Fall nicht mehr da. Aber ja, nur noch heute. Heute viel zu tun, arbeitstechnisch. Deswegen habe ich mir hier 2 Boxen gekauft und das müsste für den Tag reichen hoffentlich. Und wenn nicht, dann Pech gehabt. Gestern Abend zum Beispiel nicht mehr rausgegangen. Auch wenn ich am Ende Abend noch mal ein bisschen Hunger hatte. Hatte aber gestern Bubble Tea, der war echt heftig. Das war nicht mal mehr wirklich ein Bubble Tea. Freut euch auf das Ich teste jeden Bubble Tea in München Video. Im Grunde genommen war es einfach flüssiges Tiramisu. Also ich wollte Bubble Tea Tiramisu Geschmack. War neu, aber im Grunde genommen war es einfach nur flüssiges Tiramisu. Und das hat mich echt komplett gefüllt zerstört. Ja. Sollte für heute Abend reichen. Doch, ich denke schon. Und dann morgen nochmal zum Abschluss... den schlechtesten Sushi-Laden Münchens. Es ist Tag 7. Ich habe es fast geschafft. Heute esse ich das schlechteste Sushi in München, das schlecht bewerteste. Ich habe mir da extra was ausgesucht. Dazu kam dann ein eigenes Video, könnt ihr gerne abchecken. Da werde ich dann auch nur ein paar Szenen einblenden. Eigentlich könnte das meine letzte Mahlzeit jetzt werden. War eine harte Woche. Ich gebe noch ein Feedback und allgemein Preis zusammenrechnen, weil billig war es auch nicht. Aber jetzt erstmal den hier. Ich habe so gar keinen Bock, Leute. So gar keinen. So sieht das aus. Sieht jetzt nicht mega eklig aus, also ist okay. Das hier sieht halt mega eklig aus, das ist schon braun, ja. Aber das esse ich eh nie. Ist auch mega trocken, also das stinkt auch schon.
Ja, ja, das ist das, was stinkt. Oh. Also es ist nicht ungenießbar. Es ist nicht ungenießbar, aber ich würde es bevorzugen, es nicht zu essen. So, auf dem Weg wieder Sushi holen. Nee, Spaß, das war's. Es ist wieder Montag, die Woche ist vorbei. Bin gespannt, ich habe jetzt noch nie so viel Material gesammelt für ein Video, wie das dann beim Zusammenschneiden wird. Ja, war um ehrlich zu sein echt leidend. Man sagt ja immer, yo, wenn du nur noch ein Essen essen könntest für den Rest deines Lebens, was wäre das und so. Und Sushi eigentlich mein Lieblingsessen, aber ist schon hart. Klar, man hätte ein paar Variationen noch ausprobieren können. Man hätte Sushi auch mal braten können, damit man nicht immer diesen rohen Fischgeschmack hat, weil irgendwann geht dieser rohe Fischgeschmack echt, boah, der wird dann echt übel. Ein paar andere Sachen, mal mit Hummer, Krebs, Aal und sowas. Ein paar Sachen davon habe ich ja auch probiert. Bisschen hier und da mal Thunfisch, aber die Konsistenz, der Geschmack, der Geruch ist sehr, sehr ähnlich und bleibt immer dasselbe. Und irgendwann hat man davon einfach so die Schnauze voll. War aber lustig, das Experiment. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr als nächstes eine Woche lang essen soll oder wie ich es essen soll. Auch interessant wäre zum Beispiel 1 Euro am Tag. Das gab es ja auch schon öfters. Wir können das auch toppen und nur mit 50 Cent am Tag überleben oder sowas. Ein paar andere Sachen habe ich auf jeden Fall noch geplant. Sonst schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr eine Woche Sushi aushalten würdet. Und ja, ich gehe jetzt Bubble Tea trinken, denn ich habe immer noch ein Video vor, wo ich jeden Bubble Tea Laden in München probiere. Und wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Die Food-Videos kommen momentan gut an. Feedback ist super. Auch die Jungs haben jetzt vermehrt Bock, mal wieder vorbeizuschauen für die Food-Sachen, weil das die auch gepackt hat. Also freut euch auf viele Sachen in 2021. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Gebt gerne Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Schaut bei den Livestreams vorbei. Ansonsten zieht euer Ding durch. Vergesst nicht. Serious Business.